Die Ortschaft Immerath ist fast menschenleer, mit einer Geisterstadt vergleichbar. 2017 werden sich die Bagger des Braunkohletagebaus bis an den Ort vorgearbeitet haben und die noch verbliebenen Gebäude in Schutt und Asche legen. Heute ist Immerath noch einmal zum Leben erwacht. Tausende von Menschen demonstrieren am rheinischen Tagebau Garzweiler für Klimaschutz und den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das Ziel ist die Bildung einer 7,5 Kilometer langen Anti-Kohlekette, zu der ein Bündnis aus Klimaschützern aufgerufen hat. Sie soll vom Aussichtspunkt Garzweiler 2 durch das fast komplett umgesiedelte Dorf Immerath bis nach Kaienberg gehen, wo 2023 die Bagger anrollen werden. Die Kette ist als symbolische Grenze gedacht, soll der Forderung nach konsequentem Klimaschutz Nachdruck verleihen und dabei helfen, 5 weitere Orte vor dem Schicksal der Umsiedlung zu bewahren. Wir stehen hier heute mit der Menschenkette an der Stelle, wo die Kohlebagger stoppen müssen, damit Deutschland seine Klimaziele noch erreichen kann. Diese Klimaziele sind international beschlossen, die sind versprochen, die sind lange von der Regierung bekräftigt worden und wir wollen heute sicherstellen, dass sie auch erreicht werden. Denn vielen Menschen in Deutschland ist wichtig, dass der Klimaschutz endlich ernst genommen wird und dafür ist es schlicht notwendig, dass hier bis spätestens 2030 mit der Braunkohle Schluss ist. Wir stehen heute hier, um zu zeigen, wir wollen einen Einstieg in den Ausstieg aus der Braunkohle. Das Erreichen der Klimaschutzziele ist das eine. Aber die Wichtigkeit nach einer verlässlichen Zukunft für die betroffenen Menschen in der Region das andere. Was wir vor allen Dingen brauchen, ist Verlässlichkeit. Verlässlichkeit für die vielen tausend Menschen, die noch unter der Braunkohle leiden, die noch umgesiedelt werden sollen. Verlässlichkeit auch für die Menschen, die noch in der Braunkohle Beschäftigung haben. Wir brauchen einen klaren Kohleausstiegspfad, ein Kohleausstiegsszenario, auf das sich die Region einstellen kann, damit der Strukturwandel jetzt eingeleitet wird. Denn eins ist klar, die Braunkohle hat keine Zukunft und in 15 Jahren wird es wahrscheinlich die Braunkohle ja nicht mehr geben. Um 14 Uhr ist es geschafft. Die Kette ist geschlossen. Circa 6000 Menschen setzen ein klares Zeichen bei der größten Demonstration, die das rheinische Braunkohlerevier jemals gesehen hat. Hier sehen wir den symbolisch aus dem Braunkohletagebau kriechenden Kolosaurus, der sozusagen sinnbildlich dafür steht, dass die Kohlekraft eine Dinosauriertechnologie ist, die im 21. Jahrhundert wirklich nichts mehr verloren hat. Hunderte schwarzer Luftballons mit dem Aufdruck CO2 steigen in den Himmel und unterstreichen noch einmal die Forderung, die CO2-Emissionen zu mindern und dafür die Kohlekraftwerke abzuschalten. In Immerath findet sich das bunte Spektrum an Demonstranten zur Abschlusskundgebung zusammen. Menschen aller Altersstufen und Herkunft, Teilnehmer aus ganz Deutschland, Polen, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Norwegen oder Irland sind vertreten und unterstützen die Bürger der Erkelenser Ortschaften. Bürgermeister Peter Jansen bedankt sich für die große Unterstützung und hofft darauf, dass es ein klares Zeichen für Düsseldorf und Berlin ist. Der Hinweis darauf, dass da was zu regeln ist, endlich was endgültig zu entscheiden ist, das passt auch zur Stadt. Denn es geht ja hier hin und her seit Jahren, die Orte, Sicherheit, Unsicherheit. Keiner macht Versprechen, keiner garantiert, aber viele reden darüber. Und insofern ist das ein gutes Zeichen, um zu sagen, wir sind da, auch die Region ist da und wir müssen was regeln. Und ich glaube, wenn das Signal so weitergeht und rausgeht, dann kann das auch gut für die Bürger hier in Erkelenz sein. Und für die ist es besonders wichtig, dass endlich klare und verlässliche Entscheidungen getroffen werden, nachdem es bisher ein jahrzehntelanges Wechselbad der Gefühle gegeben hat. Weil keiner genau weiß, was los ist. Dann hieß es jetzt im Frühjahr, kommt die Entscheidung. Plötzlich wird so klammheimlich hintenrum irgendwo im Internet dann veröffentlicht. Nein, das ist verschoben auf Ende des Jahres. Ja, warum? Wenn das doch alles klar ist. Warum muss man schieben? Und somit wissen wir immer noch nicht, was los ist. Dann sind vor Holzweiler die Höfe, Eggerath, Reutzerhof. Ja, wenn die auch noch weg sollen, ja, dann können sie Holzweiler auch gleich wegnehmen. Weil dann ist das Leben da auch nicht mehr lebenswert. Wir haben seit 9 Jahren Umsiedlungsstatus und wir wissen nicht, wo es hingeht, nicht annähernd mit unserem Betrieb. Und das ist unheimlich belastend auch. Für Hildegard Pech ist es auch ein ganz besonderes Anliegen, ihre Mitmenschen zu unterstützen. Auch oder gerade, weil die momentan mal wieder nicht zu den aktuellen Umsiedlungsorten gehören. Ich bin eigentlich bei der Demonstration, weil ich mit meinen Nachbarn, Mitbürgern mitfühle.
weil die sind ja in einer ganz schlechten Situation und die wissen nicht, wo die Grenze des Tagebaurandes mal sein wird. Und ich möchte auch mit den Holzweilern demonstrieren, dass die Kante ganz weit weg vom Ort bleibt, also möglichst weit weg. Die Organisatoren sind stolz und glücklich über den Verlauf der Demonstration, deren ambitionierte Vorbereitung bereits im Januar des Jahres begonnen hat und von der Erstellung der Flyer und Plakate, der Organisation von Bussen sowie der Abstimmung von Sicherheitskonzepten mit der Polizei und vielem mehr ging. Meine Kollegin Rosa und ich, wir sind total zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben in der Vorbereitungszeit. So viele Menschen im Rheinischen Revier zu mobilisieren, zu so einer Menschenkette zu kommen, finden wir einfach ganz, ganz, ganz toll. Ich glaube, ich kann sagen, wir haben mit der notwendigen Professionalität gearbeitet, die ja wichtig ist, um so eine Veranstaltung zu organisieren. Aber auch mit dem, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, mit ganz viel Herzblut und liebevoll mit den Menschen, die viele Anfragen an uns hatten. Die überwältigende Beteiligung an dieser Aktion zeigt deutlich, dass eine große Mehrheit im Lande den Kohleausstieg will. Die Anti-Kohle-Kette, ein deutliches Zeichen der Menschen in der Region.